Ihr neuestes Buch Öl ins Feuer ist ganz frisch im Juli 2024 bei Rowohlt erschienen. Thema: Wie eine verfehlte Klimapolitik die globale Krise vorantreibt. Eine Diagnose, die auch für die Verkehrs- und Eisenbahnpolitik sehr zutreffend ist. Danke, dass du heute hier sprichst. Last but not least, Katrin Hartmann. Dankeschön. Ich hatte heute nur 3 Minuten Verspätung. Das können wir alle nachher ein bisschen feiern, genau. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das letzte Mal, dass ich eine Rede auf einer Demo gehalten habe, das war vor 3 Monaten in Sassnitz auf Rügen, genauer am Hafen Mukran. Hinter mir lag die Neptun, eins von 2 gigantischen, riesigen Regasifizierungsschiffen, die heute am schwimmenden LNG-Terminal an der Küste liegen. Ich war ein Dreivierteljahr davor auch schon mal in Sassnitz. Da war das Terminal noch nicht gebaut, aber vom Stadthafen in Sassnitz konnte man draußen im Meer das Schiff CP Hispania sehen, beladen mit Flüssigerdgas, das mit Shuttle-Schiffen gegenüber nach Lubmin gebracht wurde. Das war das Protestwochenende mit Ende Gelände und den Bürgerinnen und Bürgerinitiativen von Rügen. Und auf dem Platz in Sassnitz haben sich viele 100 Menschen versammelt. Und ein großer Demozug ging zum Hafen Mukran, wo Aktivistinnen und Aktivisten das Gelände und Pipeline-Rohre, die verbaut werden sollten, besetzten. Das war ein tolles Wochenende, voller Mut und Solidarität und auch von Zuversicht, getragen von der Hoffnung, das LNG-Irrsinnsprojekt vor Rügen und auch an den anderen Küsten, in Stade, in Wilhelmshaven und Brunsbüttel, noch stoppen zu können. Denn die Faktenlage war ja längst klar. Schon lange haben Studien belegt, dass Deutschland mit den LNG-Terminals fossile Überkapazitäten baut. Auch das Versprechen des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck, LNG-Terminals seien nur eine Brückentechnologie zur Wasserstoffwirtschaft, hat sich schnell als grünes Wolkenkuckucksheim entpuppt. Der Umbau für grünen Wasserstoff ist auf Schiffen gar nicht möglich und bei landseitigen Terminals aufwendiger und teurer als ein Neubau. Einmal ganz abgesehen davon, dass es grünen Wasserstoff quasi noch gar nicht gibt, nur 1% des Wasserstoffs weltweit ist mit erneuerbarer Energie hergestellt. Aber die von Olaf Scholz immer wieder betonte Deutschlandgeschwindigkeit, mit der diese LNG-Anlagen gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger, gegen alle klimapolitische Vernunft und gegen den Schutz der Natur schließlich doch auf diese einzigartige Insel und mitten in ein Naturschutzgebiet gebaut wurde, hat die Demokratie überrollt. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz wurde die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und der Zivilgesellschaft extrem eingeschränkt. Mit diesem LNG-Beschleunigungsgesetz war nicht einmal eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben, obwohl eine 50 Kilometer lange Pipeline durch den streng geschützten Greifswalder Bodden gelegt werden musste. Das hochsensible und einzigartige Ökosystem wurde aufgebaggert, 4 Schutzgebiete und das wichtigste Heringsleichgebiet der Ostsee waren davon betroffen. Und wie viel Zerstörung damit angerichtet wurde, das ist bis heute noch nicht ganz klar. Im Juli vergangenen Jahres, wenige Wochen bevor ich das erste Mal zum Protest gegen LNG nach Rügen gefahren bin, war ich in den USA. Um dort für mein Buch Öl ins Feuer zu recherchieren, bin ich nach Texas und Louisiana gefahren, an den Golf von Mexiko. Dort schlägt nicht nur das Herz der amerikanischen Öl- und Gasindustrie, die Golfküste ist auch ein Versuchslabor für Klimascheinlösungen wie das Abscheiden und Speichern von CO2, also Carbon Capture and Storage, CCS, die die Expansion der fossilen Industrie dort als emissionsarm legitimieren sollen. Ich bin die sogenannte Cancer Alley entlang gefahren. Genau richtig, das heißt übersetzt Krebsallee. Auf einer Strecke von 180 Kilometern reihen sich dort 200 Raffinerien und petrochemische Fabriken aneinander. Sie stehen auf ehemaligen Zuckerrohrplantagen, auf denen einst die Versklavten schufteten. Und deren Nachfahrinnen und Nachfahren, die dort noch immer leben, werden von dem Dreck und Gift dieser Anlagen schwer krank. Nirgendwo ist die Krebsrate höher als dort. Und zwischen den Tanks, Pipelines und Fabrikanlagen liegen die Friedhöfe, als gehörten sie zur fossilen Infrastruktur und genau genommen tun sie das auch.
Ich habe gesehen, wie dort die Klimakrise, die von dieser Industrie wesentlich mitverursacht wird, immer heftiger zuschlägt. Häufiger und schwerer wütende Hurricanes im Süden der USA haben Orte zermalmt und Menschen zu Geflüchteten gemacht. Die Feuchtgebiete, die der wichtigste Schutz gegen die Folgen der Stürme sind, sind so geschädigt, dass sie nicht mehr für Überschwemmungen schützen. Für die Expansion der fossilen Industrie werden weitere Flächen dafür zerstört. Und dort an der Golfküste liegen auch die sogenannten Sacrifice Zones, von Umweltrassismus und Verschmutzung gekennzeichnete Opferzonen, Orte wie Port Arthur, Freeport und Lake Charles, wo People of Color und Arme direkt neben den Raffinerien und Fabriken leben, Zaun an Zaun. Und genau dort stehen auch die LNG-Terminals, die Exportterminals, von denen das Fracking-Gas nach Deutschland geliefert wird. Und so wurde ich Zeugin, wie an diesen beiden Enden der Welt wertvolle und geschützte Natur genauso zerstört wird wie Menschen und die Demokratie. All das, während der LNG- und Fracking-Boom der Gasindustrie mitten in der Klimakrise wachsende Profite beschert. An diesen Orten habe ich begriffen, was ich abstrakt schon lange weiß, dass die fossile Industrie ein autoritärer, menschenverachtender und skrupelloser Machtkomplex ist, der ausschließlich wachsen und bestehen kann, weil er Leben und Lebensgrundlagen und Zukunft zerstört. Er lässt sich nicht einhegen und auch nicht verbessern, genauso wenig wie der Kapitalismus, den diese fossile Industrie antreibt und nährt. Nun soll dieser Kapitalismus grün werden. Aber auch dieser grüne Kapitalismus ist nicht minder gewalttätig. Sein Hunger nach Rohstoffen und Energie ist riesig und die Ressourcenausbeutung für die vermeintliche Dekarbonisierung richtet sogar noch schneller zusätzliche irreparable Schäden an. Und es ist absurd, im Namen der Weltrettung wird die Welt vollends zerstört. Die LNG-Terminals in Deutschland, die mit Klima- und menschenzerstörendem Fracking-Gas aus den USA befüllt werden, wurden uns verkauft als unausweichliche Notwendigkeit, um nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine das russische Erdgas zu ersetzen. Tatsächlich stellte sich ganz schnell heraus, trugen die LNG-Terminals kaum etwas zur Gasversorgung im Krisenwinter bei. Sie sind im allerbesten Fall Investitionsruinen. Teuer erkauft mit Schäden an Klima, Natur, Menschen und Demokratie. Die Gewalttätigkeit, mit der diese Anlagen durchgesetzt werden, das Ignorieren aller Fakten, die gebrochenen Versprechen, die Verachtung von Demokratie und von Bürgerinnen und Bürgern, das alles ähnelt nur allzu sehr dem, was an diesem Ort seit so vielen Jahren passiert. Und so stehe ich heute mit euch vor der größten Baustelle Deutschlands, vor dem nicht enden wollenden Desaster von Stuttgart 21. Und wie ihr bin ich heute fassungslos, was an diesem 14. Jahrestag des Schwarzen Donnerstags geschehen ist. Dem Polizeieinsatz, bei dem hunderte Menschen verletzt worden sind, viele davon schwer. Und wir haben es heute schon einmal gehört. Gewalt und Repression richtet sich immer stärker gegen Aktivistinnen und Aktivisten, gegen Klimaschützerinnen und Klimaschützer. Sie werden kriminalisiert. Passend dazu wird der Klimagipfel 2024 nun zum dritten Mal in Folge in einem autoritären Staat abgehalten. Nach der Ölmonarchie in Dubai, jetzt in der Gasautokratie Aserbaidschan. Gleichzeitig wird Klimaschutz global abgewickelt, auch in Deutschland, trotz oder vielleicht sogar wegen grüner Regierungsbeteiligung. Und trotz dem Gerichte die Bundesregierung dazu verdonnern, sich an ihre eigenen Gesetze zu halten, solange bis sie ihre eigenen Gesetze wieder ändern. Eine Untersuchung von Krautreporter ergibt, dass dank der neuen Polizeigesetze, die angeblich der Terrorbekämpfung dienen sollen, 10-mal mehr Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten in Gewahrsam genommen werden als religiös motivierte Gefährder. Im September vor einem Jahr, während der internationalen Automobilausstellung in München, die nur um es nochmal zu erwähnen, auch von den Grünen nach München geholt worden ist, sind 30 Aktivistinnen und Aktivisten in sogenannte Präventivhaft gesteckt worden, um Blockaden und Proteste von vornherein zu verhindern, ohne Gerichtsverfahren und ohne, dass sie überhaupt etwas getan hätten. Das ist verfassungswidrig. Okay.
Und genau das ist Teil davon, dass Europa und auch Deutschland immer mehr ins Autoritäre abgleiten. Denn die Gewalt, die der Klimakrise eingeschrieben ist, richtet sich nie nur gegen die Natur, sondern immer auch gegen Menschen. Und all das, was ich beschrieben habe, gehört dazu und es macht mir Angst. Umso mehr bin ich dankbar, heute bei euch sein zu dürfen, beim längsten Bürgerprotest, um zu sehen und zu spüren, was Mut, Beharrlichkeit, Entschlossenheit und Solidarität bedeutet. Wir brauchen all das mehr denn je. Wir brauchen einander und deswegen danke ich euch. Wir geben nicht auf, oben bleiben. Dankeschön. Applaus